Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einstimmung auf diesen feierlichen Abend an Clair Obscur, das Saxophon-Quartett, das uns durch diesen Abend begleiten wird. Das war der Song Eine kleine Frühlingsweise, was ganz wunderbar zu diesem ersten tollen Tag mit sonnigem Wetter, aber auch zu diesem Anlass hier passt. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Wir werden Sie heute kurz und knackig durch diesen wunderbaren Abend führen. Du bist Petra Pinsler, Hauptstadtkorrespondentin bei der Zeit hier in Berlin und außerdem Hostin des Krisenpodcasts, des freundlichen Krisenpodcasts, auch das noch. Und Jens Tönnesmann, auch Redakteur bei der Zeit in Hamburg und ebenfalls Podcast-Host. Ist das eine Blase? Und damit übergeben wir direkt das Wort an den Gastgeber des heutigen Abends, Martin Schulz, den Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Internationalen Kongresstag der progressiven Wirtschaftspolitik 2024. Ich darf Sie alle sehr herzlich hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung willkommen heißen. Wir freuen uns über einen Gast, den ich ganz am Anfang begrüßen will, in ganz besonderer Weise, weil ich mal ganz optimistisch sagen will, dass ein zukünftiger Bundeskanzler der Republik Österreich hier sitzt. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Andreas Babler, ist bei uns. Lieber Andy, herzlich willkommen heute Abend bei uns in der Ebert-Stiftung. Jetzt musste das aber auch werden, ne? Damit ich hier als weitblickender, weiser Mann in die Geschichte eingehe. Der Tag der progressiven Wirtschaftspolitik, kurz TPW, ist die größte und wichtigste wirtschaftspolitische Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Verlauf des Jahres. Mit diesem Kongress schaffen wir seit 2019 in jedem Jahr einen Ort, an dem sich progressive Akteurinnen und Akteure aus Wissenschaft, Verwaltung, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und aus der Politik austauschen und über die Veranstaltung hinaus im Verlauf der danach folgenden Zeit miteinander vernetzen können. Gemeinsam wollen wir auch in diesem Jahr wie in den vergangenen Jahren arbeiten und diskutieren unter dem Motto Wirtschaft weiterdenken. Und wie bereits in den letzten 3 Jahren eröffnen wir diesen Kongress, den Tag der progressiven Wirtschaftspolitik, wieder mit einer feierlichen Verleihung des Hans-Matthöfer-Preises für Wirtschaftspublizistik. Dieser Preis, der Hans-Matthöfer-Preis, ehrt herausragende wirtschaftspolitische Beiträge. Ausgezeichnet werden Autorinnen und Autoren, die aus Sicht der Jury in exemplarischer Weise neue Antworten auf die großen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt haben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2015 jährlich vergeben. Wir feiern also, wenn Sie so wollen, ein kleines Jubiläum. Zum 10. Mal verleihen wir diesen Matthöfer-Preis. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern gehörten bedeutende Personen. Ich will mal Mariana Mazzucato oder Oliver Nachtwey an Stelle vieler, vieler anderer nennen, die diesen Preis, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr Minoš Šafik, bekommen haben. Auch Michael Sandel zum Beispiel gehörte zu unseren Preisträgern. Im Rahmen des Nominierungsverfahrens sind auch in diesem Jahr wieder viele, viele spannende Vorschläge eingegangen. Für die rege Beteiligung darf ich mich im Namen der Hans und Traute Matthöfer Stiftung, die diesen Preis auslobt, und natürlich auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung bei allen, die uns Bücher eingesandt haben, herzlich bedanken. Aber der Dank gilt insbesondere denen, die sie dann gelesen haben, die Bücher, und bewertet haben und sich diese Arbeit aufgehalst haben. Das sind Frau Brigitte Preißel, Herr Peter Bofinger und Herr Thomas Fricke, das ist unsere bewährte Jury,
die das schon in den letzten Jahren immer für uns gemacht hat. Vielen Dank Ihnen für die Arbeit. Dieses Jahr fiel die Auswahl der Jury offensichtlich besonders schwer, denn dass wir einen historischen Moment erleben, verdanken wir diesem Ringen der Jury. Wir werden diesen Preis in diesem Jahr an zwei Autorinnen und Autor vergeben. Zum einen an Frau Professor Isabella Weber für ihr Buch »Das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam«. Wenn ich das richtig sehe, ist uns Frau Weber zugeschaltet. Ich kann Sie von hier aus sehen. Ich weiß nicht, ob Sie sie auch sehen können. Aber Frau Weber, Sie können mich wahrscheinlich sehen. Ich grüße Sie sehr herzlich. Sie konnten heute physisch nicht bei uns sein. Und an Alexander Hagelücken für sein Buch »Schockzeiten, wie Deutschland dem wirtschaftlichen Abstieg entkommt«. Herr Hagelücken ist hier und das freut uns, besonders mich auch, weil Herr Hagelücken und mich verbindet eine sehr, sehr lange Bekanntschaft. Ich kenne Sie noch aus Brüsseler Zeiten, wo ich Ihnen bedauerlicherweise nicht entkommen konnte. Ich darf an dieser Stelle den diesjährigen Preisträgerinnen und dem diesjährigen Preisträger schon einmal vorab von ganzem Herzen gratulieren. Liebe Frau Weber, lieber Herr Hagelücken, herzlichen Glückwunsch. Liebe Gäste, beide Werke beschäftigen sich im Kern mit einer Frage, die für die soziale Demokratie von zentraler Bedeutung ist, wenn nicht sogar von existenzieller Bedeutung. Welche Gefahren birgt eine Wirtschaftspolitik, die auf marktliberaler Theorie beruht? Welche Alternativen bieten sich, wenn man marktliberale Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten, die propagiert werden, hinterfragt? Und hier im Raum ist jemand, der mit diesem Hinterfragen und mit den Auswirkungen von marktliberalen Gesetzen, die nicht hinterfragt werden, permanent beschäftigen muss, von Berufs wegen. Deshalb ist es eine große Freude, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, bei uns zu begrüßen. Liebe Jasmin, herzlich willkommen. Isabella Weber hat mit ihrem Buch nicht nur wirtschaftshistorisch aufgearbeitet, warum die Öffnung des chinesischen Marktes wesentlich erfolgreicher verlief als die Öffnung des Marktes in Osteuropa. Sie hat auch die Debatte eröffnet, warum Preiskontrollen den Markt fördern können, statt ihn zu zerstören. Eine wichtige Erkenntnis, die uns nicht zuletzt durch den Winter 2022 gebracht hat, als wir in Deutschland infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine die von Isabella Weber vorgeschlagene Gaspreisbremse umgesetzt haben. Explizit mit den Folgen der Krisen der vergangenen Jahre beschäftigt sich auch Alexander Hagelückens Buch. Er spricht dort von Schockzeiten, die seiner Analyse nach nicht nur rein ökonomisch zu überwinden sind. Klar ist, dass wir in diesen krisengeprägten Zeiten mehr denn je darüber nachdenken müssen. Ja, ich finde, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Pflicht sind, nicht nur nachzudenken, sondern Vorschläge zu machen, wie wir die Last der Krisen und der wirtschaftlichen Transformation gerecht verteilen können. Dabei stellt sich natürlich zunächst die Frage, wer aktuell in wirtschaftlichen Krisen profitiert und wer verliert. Immer noch sind es die sehr hohen Einkommen und großen Vermögen, die in unserer neoliberal geprägten marktwirtschaftlichen Ordnung meist verschont bleiben. Und nur der hart erarbeitete Lohn der arbeitenden Mitte ist es, der vor allem durch Inflation und durch die globalen Krisen angenagt wird. Und dieses Phänomen genau nagt auch an der Kohärenz unserer Gesellschaft. Und deshalb hatte ich den Titel Schockzeiten schon auch sehr berechtigt. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaftsbewegung haben in den vergangenen Jahren und auch in diesen Zeiten hart gekämpft und tun es immer noch,
um dieser Ungerechtigkeit entgegenzuwirken. Und ich finde, wir sollten bei allem, was uns im einen oder anderen Fall stört, diejenigen in die Schranken weisen, die das Recht der Gewerkschaften für diesen Kampf, nur weil sie mit dem einen oder anderen Kampfinhalt mal nicht einverstanden sind, vom Grundsatz in Frage stellen, die sind ganz sicher diejenigen, gegen die wir als Gewerkschaftsbewegung und sozialdemokratische Bewegung kämpfen müssen. Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen und Umbrüche und wir stehen einerseits inmitten eines Jahrzehnts der technologischen und gesellschaftlichen Modernisierung, eines Jahrzehnts, das aus meiner Sicht darüber entscheiden wird, ob uns der grundlegende Strukturwandel zu einer ökologisch nachhaltigen und zugleich sozial gerechten und ökonomisch weiterhin erfolgreichen Wirtschaft und Gesellschaft gelingen wird. Wir sehen nach dem Ende der Corona-Pandemie und durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, durch einen tobenden Krieg im Nahen Osten und durch die volatile wirtschaftliche Gesamtlage immer noch eine Gesellschaft, die von sich überlagernden Krisen belastet ist wie nie zuvor. Die wirtschaftliche Lage ist ernst. Und dennoch bin ich überzeugt, dass wir einen gemeinsamen Weg finden können, müssen und auch werden raus aus diesen Krisen. Ein wichtiger Pfeiler dafür, dass wir diesen Weg finden, ist eine fortschrittliche Wirtschaftspolitik, die den Mut aufbringt, mit den altbackenen neoliberalen Paradigmen zu brechen und die bereit ist, aktiv zu gestalten, eine Wirtschaftspolitik, die Vermögensverteilung, Preisbildung oder selbst auferlegte Spardigmata hinterfragt. Eine Wirtschaftspolitik, die den Menschen am Fließband oder am Krankenbett dient. Eine Wirtschaftspolitik, die für Menschen da ist, die das individuelle Schicksal von Menschen in den Mittelpunkt stellt. Eine Wirtschaftspolitik, in der Menschen keine Kostenfaktoren mit Ohren sind. Eine Wirtschaftspolitik, die Effizienz, die notwendig ist im 21. Jahrhundert, mit der Humanität, in der die gewerkschafts- und sozialdemokratische Bewegung traditionell steht, verbindet. Ich freue mich darüber, dass wir alle gemeinsam heute und am morgigen Tag ausgiebig Gelegenheit haben werden, in großen und kleinen Kreisen beim Tag der progressiven Wirtschaftspolitik zu diskutieren und darüber nachzudenken, wie wir zu dieser modernen und zugleich sozialen, ökologisch nachhaltigen und gerechten Wirtschaftspolitik gelangen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr wieder tatkräftig in der Organisation und der Ausrichtung dieses Tags der progressiven Wirtschaftspolitik vom DGB unterstützt wurden, dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dem IMK, in der Hans-Böckler-Stiftung, von der Foundation for European Progressive Studies, das ist eine Art Ebert-Stiftung auf europäischer Ebene. Und für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen unseren Partnerinnen und Partnern an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Ich wünsche uns allen, Ihnen allen, einen erkenntnisreichen Abend. Ich wünsche uns gute Gespräche, gute Diskussionen am morgigen Kongresstag. Und ich wünsche uns, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so offen sage, dass die so denken wie wir, sich in der Wirtschaft auf Dauer durchsetzen und nicht die glauben, man könnte die Probleme und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit den gescheiterten Konzepten des 19. lösen. In diesem Sinne, liebe Jasmin, überlasse ich dir das Mikrofon. Vielen Dank. Ja, lieber Martin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich in der Tat sehr, dass ich anlässlich dieser Preisverleihung ein paar Gedanken noch teilen darf, nur um das schon mal vorwegzunehmen. Ich werde hier nicht
die Laudatio halten, sondern ich werde hier sozusagen als Co-Partnerin der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Verleihung noch mal ein paar Worte sagen aus unserer Sicht zur Bedeutung des Hans-Matthöfer-Preises und vor allem natürlich der ausgezeichneten Ökonomen und Ökonominnen, die diese Preise bekommen und die hoffentlich eben, so wie Martin, du das gerade eben schon angedeutet hast, auch in Zukunft ein Netzwerk bilden für eine progressive Wirtschaftspolitik, die tatsächlich nach vorne gewandt ist und die den Anspruch hat, tatsächlich auch Verantwortung und Nachhaltigkeit in der Wirtschaftspolitik zu unterstreichen. Es rückt diejenigen ins Licht, die Ökonomie eben auch sich trauen, neu zu denken, neue Ideen, neue Argumente für eine progressive Wirtschaftspolitik ins Gespräch zu bringen. Und das ist, ja, ich glaube, dieser Tage schon auch noch mal besonders wichtig. Gerade auch als Gewerkschafterin kann ich nur unterstreichen, dass wir das brauchen. Wir sind nämlich nicht nur Tarifpartner, Lohnmaschinen, wir sind auch nicht nur Sozialpolitiker, sondern wir sind eine Bewegung, die aus den Unternehmen, aus den Betrieben, aus der Wirtschaft kommt und die sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte eben auch einen ökonomischen Sachverstand angeeignet hat. Und das wird oftmals unterschätzt. Ich erlebe das jedenfalls durchaus auch in den öffentlichen Diskussionen, auch zum Teil in den Interviews, in den Medienvertretern, dass immer gefragt wird, was haben wir denn eigentlich mit Wirtschaft zu tun? Nun eben sehr viel, weil es uns darum geht, nicht einfach nur einen gerechten Anteil des gemeinsam erwirtschafteten Gewinns umzuverteilen, sondern weil es uns natürlich darum geht, nachhaltige Arbeitsplätze zu sichern und eine verantwortliche Gesellschaft, in der die Wirtschaft eben auch Verantwortung für das Gemeinwohl trägt. Nicht, weil wir absprechen, dass Gewinnorientierung per se etwas Schlechtes wäre, sondern weil wir sehen, dass es eben sehr wohl nicht die eine Wirtschaftspolitik und die eine Unternehmenspolitik gibt, die ein Unternehmen auf den richtigen oder falscheren Pfad bringt, sondern weil es eben darauf ankommt, das Große und Ganze zu sehen. Und das ist ein wichtiger Teil für mich jedenfalls, was progressive Wirtschaftspolitik ausmachen muss, nämlich das Große und Ganze zu sehen. Dieser Tage sehen wir allerdings eine Erzählung, die eher rückwärtsgewandt tief in die 90er bis hinein in die 2000er Jahre zurückzuverfolgen ist und sich quasi zu wiederholen scheint. Deutschland als der kranke Mann Europas und die Antworten darauf sind genauso schlicht, nämlich einfach runter mit den Steuern auf Unternehmensgewinne, dabei gleichzeitig thematisieren, dass der Sozialstaat aufgebläht sei und die Abgaben viel zu hoch. Und das Ganze natürlich auch noch unter einem zunächst einmal sympathisch klingenden Schlagwort Bürokratieabbau, hinter dem sich aber oft genug nichts anderes versteckt als eben der Abbau wichtiger Regeln und Standards, die dazugehören, wenn man eine nachhaltige und eine verantwortliche Wirtschaftspolitik will. In den letzten Wochen und Monaten ist mir jedenfalls als immer glorreiches Beispiel, wenn man denn dann mal hinterfragt, was Bürokratieabbau eigentlich bedeuten soll, sind wir gerne dabei, geht uns allen auf die Nerven, wenn man irgendwie Formulare 23 Mal ausfüllen muss, obwohl doch der Datensatz mehr oder weniger schon vorliegt, alles gar keine Frage. Aber wenn man mal genauer nachfragt, was damit gemeint ist, dann wird als erstes immer gerne das Lieferkettengesetz genannt. Ein Lieferkettengesetz in Deutschland, das seine Wirkung entfaltet hat und wo doch gerade deutsche Unternehmen ein Interesse daran haben müsste, dass es ein Level Playing Field zumindest auch im europäischen Rahmen gibt. Nun gut, ich freue mich darüber dieser Tage, das will ich ja ausdrücklich sagen, dass es in der EU genügend Akteure gibt und genügend Sachverstand gibt, die auch jenseits des German Votes dafür sorgen können, dass wir jetzt ein europäisches Lieferkettengesetz bekommen. Aber es geht eben auch darüber hinaus, natürlich also um die Frage, wie man Arbeit billiger machen kann, steuerfreie Überstunden, und natürlich gleich mit dem Bade mit ausgeschüttet, wir sind alle faul, wir arbeiten zu wenig, wir müssen die Arbeitszeit ausweiten, wir müssen das Rentenalter raufsetzen. Das alles
segmentiert zu betrachten, ist das eine und fordert uns als Gewerkschaften natürlich auch immer wieder heraus, immer wieder auch zum Teil dagegen zu halten. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir brauchen andere positive Antworten und Ideen, wie es gelingen kann, wie eine bessere Zukunft gelingen kann. Und dafür brauchen wir eben eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung, eine Betrachtung, die die Zusammenhänge, die Komplexitäten des Zusammenwirkens tatsächlich aufarbeitet und in diesem Sinne eben volkswirtschaftliche Zusammenhänge nicht ausblendet, sondern sie hilft zu erklären und damit auch die richtigen Antworten zu finden. Es ist schon von Martin gesagt worden, die alten neoliberalen Thesen über den freien Markt, der schon alles schaffen wird, wenn man ihm die Freiheit lässt und dann eine stabile Wirtschaftsentwicklung schafft, von der dann irgendwie auch alle etwas haben, ist niemals bewiesen worden. In der Theorie nicht und in der Praxis nicht. So viele Beispiele gibt es von Ländern, die eine in diesem Sinne völlig liberalisierte, sozusagen entfesselte Marktwirtschaft und in der Regel auch ohne wirklich nennenswerten sozialen Halt versucht haben und damit gescheitert sind, keine nachhaltige, stabile Wirtschaftsstruktur aufgebaut haben. Das heißt nicht, das will ich ausdrücklich sagen, dass ich negiere, dass die deutsche Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht, dass wir konjunkturelle Lage haben, die uns alle Sorge macht, die auch eine ernsthafte Bedrohung für einige Betriebe und Standorte ist, dass Dekarbonisierung, dass Digitalisierung, dass demografische Herausforderungen zum Teil halt auch tatsächlich in der gemeinsamen Wirkung in den Betrieben auch uns vor Herausforderungen stellt. Den Beschäftigten deutlich zu machen, dass eine bessere Zukunft möglich ist und dass der Standort eine Zukunft hat. Aber was ist das entschlossene Handeln? Was sind die Rezepte, die wir brauchen? Wohl kaum die von gestern, sondern doch eher eine genauere Betrachtung dessen, was denn Ursache dieser Krisenhaftigkeit ist, beziehungsweise warum bestimmte Brüche in besonderer Art und Weise auch hervortreten, wenn es exogene Schocks gibt, wie eben jetzt mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Eine unserer Antworten darauf ist natürlich das Thema Reallöhne zu stabilisieren, ja sie sogar zu steigern, sie zu verstehen als Stütze auch für die Konjunktur und die private Kaufkraft eben nicht da niedergehen zu lassen. Aber wir wissen alle hier im Raum, bis heute kriege ich immer und immer wieder die Frage, ob wir es nicht übertreiben, ob wir damit nicht die Inflation anreizen. In den ersten Sitzungen der konzertierten Aktion beim Bundeskanzler ist uns das sowohl von der Bundesbank als auch von dem Sachverständigenrat bereits gesagt worden und auch in der Folge immer wieder bestätigt worden, es gibt diese Lohnpreisspirale jedenfalls in dieser Situation nicht. Es gibt andere Inflationstreiber, es gibt zum Beispiel auch eine Gewinnpreisspirale. Supergewinner in der Krise, die die Preise noch angeheizt haben. Ich will hier jetzt kein neues Schwarz-Weiß aufmachen, die Situation ist komplexer, das ist mir schon klar, aber ich will damit sagen, noch einmal, wir müssen natürlich dann eben auch über die Gesamtzusammenhänge reden, wie denn dann in einer Volkswirtschaft die verschiedenen Faktoren zusammenkommen. Und gute Löhne und Tarifbindung sind jedenfalls ganz unabdingbar für uns als Gewerkschaft natürlich Voraussetzungen dafür, dass es eine gute Gesellschaft, aber auch eine funktionierende und verantwortliche Wirtschaft gibt. Und mit der niedergehenden Tarifbindung, das will ich an dieser Stelle sagen, mit der immer wieder stärkeren Schwächung, weil, Martin, du hast es angesprochen, wir werden natürlich auch gefragt, also Streiks und volkswirtschaftliche Schaden und mitten in der Konjunktur, also muss das denn alles sein? Ja, die Zeiten sind schwer. Da wird vorgerechnet, also das kostet ja jetzt hier die Wirtschaft 100 Millionen. Ich sage euch, was das bedeutet, wenn es diese Reallohnentwicklung und diese Tarifbindung nicht gibt. Wir haben es nämlich ausgerechnet. Die Tarifflucht der Arbeitgeber kostet diese Gesellschaft jedes Jahr 130 Milliarden Euro. 130 Milliarden Euro aufgrund fehlender Kaufkraft, aufgrund geringerer Einkommenssteuer, aufgrund geringerer Sozialversicherungsbeiträge. 130 Milliarden jedes Jahr, das ist der volkswirtschaftliche Schaden von mangelnder Tarifbindung und nicht durch entsprechende Streiks. Aber ja, wir müssen über die Frage reden, wie kurzfristig Stabilisierung der Konjunktur erfolgen kann, wie Wirtschaft und Gesellschaft sich modernisieren können und wie man denn dann halt eben auch tatsächlich gezielt fördern kann. Und zwar ist immer ein Anliegen zu sagen, wir stehen nicht für blinde Subventionen, wir wollen keine
keine öffentlichen Gelder mit der Gießkanne ausgeschüttet wissen, sondern wir wollen gezielte Unterstützung da, wo es notwendig ist. Und deswegen kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, Isabella Weber, vielen Dank auch für Ihre Unterstützung, gerade eben auch bei der Frage, wie energieintensive Betriebe in den Energiepreisschocks, die wir erlebt haben, wie sie gestützt werden können, indem man eben entsprechende Energiepreise auch sicherstellt durch Gas- und Strompreisbremse, die wir ja massiv im Frühjahr 2022 als Gewerkschaftsbewegung gefordert haben. Gegen erstmal allgemeinen Widerstand, auch aus der Bundesregierung, auch von allen Parteien. Aber dann, am Ende, ist der entscheidende Unterschied doch, ob man in den Austausch und in den sachgemäßen Austausch kommt. Und dass es dann eben doch auch gelungen ist mit gemeinsamer Anstrengung und eben auch mit ökonomischem Sachverstand, der unsere Vorstellungen ja nochmal stützt, dann eben tatsächlich auch die Gas- und Strompreisbremse im Herbst 2022 durchzusetzen und sie auch zu verlängern. Wir glauben, dass das immer noch ein Thema ist. Wir glauben aber auch, dass Investitionen notwendig sind zu fördern, aber eben nicht mit der Gießkanne durch einfach allgemeine Unternehmenssteuersenkung, sondern gerne durch Supraabschreibungen, durch Investitionsprämien, durch Klimaschutzverträge, die gezielt Investitionen hier an den Standort auch sicherstellen. Aber dann eben auch mal zurückzublicken und zu sagen, wie hat denn Wirtschaftsförderung in der Vergangenheit ausgesehen und wie hat sie funktioniert? Wie sehr sind damit nachhaltige Standorte eigentlich auch gesichert worden? Und da muss man einen kritischen Blick drauf werfen. Deswegen ist richtig, dass zunehmend auch in die Diskussion kommt, wir müssen diese Förderinstrumente konditionieren an Zusagen zur Tariftreue oder zum Standortenthalt, zu längerfristigen Reinvestitionen auch in die Standorte, damit wir eben Unternehmen fördern, die wirklich bei uns auf die Zukunft setzen, die mit uns eine Wette in die Zukunft tatsächlich auch eingehen und nicht diejenigen, die mal schnell Mitnahmeeffekte sicherstellen wollen. Das alles sind die Fragen, über die wir reden müssen, und ich nehme das als Beispiele dafür, weil ich eins noch mal deutlich machen will. Wir leben in einer Zeit, in der es um den Kampf des zukünftigen Paradigmas geht. Die Frage, in welchem Verhältnis Staat und Markt steht. Denn wenn ich mit diesen Beispielen komme, dann hören wir uns natürlich auch sehr schnell an, ach, jetzt will man irgendwie die zentralistische Investitionslenkung des Staates. Und alle assoziieren natürlich irgendwie DDR und anderen Quatsch. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie wir intelligenter eben ein Zusammenwirken von öffentlichen und privaten Investitionen eigentlich hinbekommen können. Und genau dieser Kampf um dieses Paradigma macht deutlich, warum einige jetzt so hart in die Auseinandersetzung gehen, die eben aus den früheren Zeiten quasi wieder neu in die Debatte gebracht wird, weil sie genau das nicht wollen. Die stärkere Verantwortung der Wirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung, den stärkeren Einfluss des Staates darauf, dass er eben entscheidet, ob mit seinen öffentlichen Geldern zum Beispiel klimafreundliche Investitionen getätigt werden, Standorte gesichert werden oder ob man eben einfach sagt, es geht um Wettbewerbsbedingungen und deswegen müssen wir alle Standards und alle Steuern runterfahren und angeblich wird die Welt dann schöner. Aber sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wahrheit ist eben, dass wir genau diese öffentlichen Investitionen brauchen, weil die öffentlichen Investitionsquote Deutschlands unterhalb des EU-Durchschnitts liegt. Und das als größte Volkswirtschaft der EU, weil wir zu lange von der Substanz gelebt haben, weil die Staatsausgaben, die sich doppelt und dreifach lohnen würden in Zukunft, am Ende des Tages halt tatsächlich die Geschichte schreiben kann, die junge Generation vor allem auch interessieren sollte in unseren Reihen, weil es um Wirtschafts- und Strukturpolitik geht, die sichere Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze in der Zukunft eben überhaupt erst nur schaffen kann. Aber auch hier erlebe ich immer wieder die einfache Erzählung, dass diese öffentlichen Investitionen doch am Ende nichts anderes sind als Schulden. Würde irgendjemand einem Unternehmen vorwerfen, sich Geld am Kapitalmarkt zu beschaffen, um zum Beispiel in neue Produktionsanlagen zu investieren? Niemand würde auf die Idee kommen. Das sind Zukunftsinvestitionen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber das ist nichts anderes als Schulden aufnehmen. Aber natürlich mit dem Versprechen, dass daraus eine Dividende entsteht, die denjenigen, die das zur Verfügung stellen,
einen Benefit geben, aber auch das Unternehmen sichern. Und nichts anderes muss auch die öffentliche Hand machen. Und deswegen ist es Zeit, in diesem Zusammenhang eben auch über eine völlig aus der Zeit gefallene Schuldenbremse, um nicht zu sagen Investitionsbremse, zu reden. Wir brauchen investitionsfreundlichere Reform der sogenannten Schuldenbremse, damit es eine Zukunftsfähigkeit gibt und damit eben auch zukünftige Generationen etwas hinterlassen wird, als nur kaputt gesparte Infrastruktur. Ich will über die verschiedenen Aspekte, wie das zu reformieren ist, an dieser Stelle jetzt hier Sie nicht langweilen. Hier sitzt genügend Kompetenz im Raum, mit denen wir ja auch zum Teil auch schon im Austausch sind darüber, beziehungsweise die ja auch unsere Ansätze dazu bereits kennen. Aber ich will dafür werben, dass wir gemeinsam noch mal deutlicher machen, dass das, die Diskussion darum nicht wirklich eine Diskussion um Schulden ist, sondern es ist eine Diskussion um die Frage, wie die Zukunft unseres Wohlstandsmodells in Deutschland aussieht. Und die in der Vergangenheit erkämpften Fortschritte eben nicht kaputt redet, indem man stattdessen darauf hinweist, man müsste jetzt Prioritäten setzen im Staatshaushalt und übersetzt eben nichts anderes heißt, als die Sozialsysteme in Frage zu stellen und damit den gesellschaftlichen Fortschritt, für den wir so lange gemeinsam gekämpft haben. Und was das auch wirtschaftlich heißt, wenn man eben Sozialsysteme da niedergehen lässt, wenn man Tarifbindung nicht sicherstellt, das kann man eben sehr schön sehen, was die letzten 30 Jahre in den USA passiert ist. Da ist die Mittelschicht kaputt gegangen. Das ist der Grund, warum Joe Biden so vehement auch für Gewerkschaftsrechte eintritt und das auch so sagt. Es geht darum, wieder eine stabile Mittelschicht aufzubauen und das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu verhindern, aber damit auch die Grundlage für eine innovative Wirtschaft zu setzen. Und das sind alles die Zusammenhänge und die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, die ich jetzt hier nur anreißen kann, aber um die ich bitte und um die ich werbe, weiter mit uns im Gespräch zu sein und darin weiter zu forschen und uns auch Anregungen zu geben, wie wir eben nicht nur klarer in den Botschaften, sondern eben auch wirklich in den Lösungsvorschlägen werden können. Die Zukunft, sie fordert neue Antworten und die Gewinner und Gewinnerinnen des Hans-Matthöfer-Preises, die wir heute ehren wollen, sie zeichnen sich eben genau darin aus, dass sie diesen Mut und auch diese Bereitschaft zu neuen Antworten auf die aktuellen Fragen anbieten. Sie werden die Preisträgerin und den Preisträger ja im Laufe des Abends noch näher kennenlernen, aber ich will natürlich auch meinerseits die Gratulation ausdrücken an Alexander Hakelücken und an Isabella Weber für ihre Arbeit und den damit verdienten Hans-Matthöfer-Preis. Herzlichen Glückwunsch. Und ich will auch sagen, es geht mir gar nicht darum, ob wir immer in allen Fragen gleicher Meinung sind, sondern wir brauchen diese Anregung, wir brauchen auch diese Reibung, weil eins eint uns dann am Ende doch, nämlich wie eine aktive Industriepolitik aussehen kann, aber auch wie man in gerade diesen Zeiten mit dem Thema Inflation eigentlich umgehen sollte, so wie es Isabella Weber ja hier auch schon nochmal in ihrem Buch sehr vertiefend getan hat und sich traut, bei der Analyse der Inflationsursachen eben auch neue Wege zu gehen, also eben genau dieses Thema Gewinn-Preisspirale zu thematisieren. Ich möchte an dieser Stelle aber meine Rede natürlich auch abschließen und den Preisträger, der Preisträgerin und dem Preisträger nicht nur herzlich gratulieren, sondern Ihnen natürlich einen wunderbaren Abend und auch morgigen Tag wünschen beim Tag der progressiven Wirtschaftspolitik, aber Sie auch herzlich einladen, nochmal mit uns in den weiteren Austausch zu gehen, mit uns in die Diskussion, vielleicht auch bei uns in dem Bundesvorstand, aber auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Hans-Böckler-Stiftung, bei denen wir ja auch herausragende Ökonomen gewinnen konnten, die in der Vergangenheit uns viele, viele Anregungen gegeben haben. Frau Weber, Sie haben mit Sebastian Dulin ja auch sehr intensiv schon zusammengearbeitet und wir würden gerne auch mit Ihnen, Herr Hakelücken, diese Arbeit gerne weiter fortsetzen und will deswegen abschließen mit nicht nur der Gratulation, sondern auch einer herzlichen Einladung für den weiteren Austausch. Ich wünsche allen Anwesenden einen hervorragenden, spannenden Abend und vor allem morgen auch eine tolle Konferenz. Und wir freuen uns jetzt, glaube ich, über eine vertiefte Vorstellung der heutigen Preisträgerin und des Preisträgers. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Jasmin Fahimi, für diese eindringlichen Worte, diesen Impuls ganz am Anfang, der, glaube ich, schon sehr klar gemacht hat, was die Herausforderungen der aktuellen Zeit sind und wie groß die Notwendigkeit ist, da auch neue Ideen und neue Antworten drauf zu finden. Mir ist nochmal eingefallen bei dieser Diskussion darüber, dass die entscheidenden Zeiten ja jetzt sind. In the long run, we are all dead. Ne? Der alte Keynes. Wir begrüßen noch mal ganz herzlich alle diejenigen, die uns auch aus dem Stream zugeschaltet sind und erinnern Sie noch mal dran, wenn Sie morgen hier nicht dabei sein können, Sie können uns im Stream verfolgen, diese Veranstaltung den ganzen Tag. Bitte moderieren Sie, co-moderieren Sie das Ganze auch mit unter dem Hashtag TPW24. Es gibt drei Bloggerinnen, die permanent bloggen, die greifen das auch wieder auf, sodass sich dann im Netz vielleicht auch eine weitere Diskussion noch entwickelt. Ja, und wenn Sie in den vergangenen Jahren hier beim TPW schon dabei waren, dann wissen Sie, es gibt einige Konstanten, außer Martin Schulz, der wie immer dabei ist, und ganz tollen Preisträgerinnen und Preisträgern, ist auch das Ensemble Clair Obscur heute wieder am Start. Und ich würde Ihnen die vier gerne noch einmal kurz vorstellen. Das ist einmal Carlos Jiménez, Maike Krohlmann, Christoph Enzel und Kati Wagner. Vielen Dank nochmal. Ja, und die vier spielen uns jetzt nochmal The Devil's Pulpit von den Itchy Fingers. Ja, vielen Dank, Clair Obscur. Wir kommen jetzt zu der Preisverleihung und ich würde Ihnen gerne die erste der beiden Preisträger heute einmal vorstellen. Martin Schulz hat ja schon gesagt, es gibt dieses Jahr zwei HauptpreisträgerInnen und die eine davon ist Isabella Weber. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts in Amherst und viele von Ihnen kennen sie und auch wenn Sie sich gar nicht so für ökonomische Debatten interessieren sollen, haben Sie trotzdem wahrscheinlich schon von ihr gehört, weil sie in den vergangenen zwei Jahren ziemlich viel mitgeredet hat, wenn es um aktuelle
politische Fragen ging, zum Beispiel darüber, wie wir die Inflation meistern und die Gaskrise meistern. Sie war nämlich die erste, die sich Ende 2021 für Preiskontrollen ausgesprochen hat, um die Inflation einzudämmen. Das war damals ein ziemlicher Tabubruch. Es gab einen ziemlichen Shitstorm, den sie aushalten musste, aber sie ist unerschrocken geblieben, hat an dieser Idee festgehalten und sie weiter in die Welt gebracht. Und einige Monate später, wir haben es von Jasmin Fahimi schon gehört, gab es dann tatsächlich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern eine Gaspreisbremse. Und der New Yorker hat sie danach als die Frau beschrieben, die mit ihren Ideen die Politik in der EU und in den USA verändert hat. Jasmin Fahimi hat eben auch gesagt, wie wichtig es da ist, neue Ideen in dieser Zeit zu finden. Und das ist etwas, das Isabella Weber auch sehr wichtig ist. Sie hat unter dem Eindruck der Finanzkrise nach einer Hochschule gesucht, an der sie studieren könnte, bei der es auch andere plurale ökonomische Ideen gibt, die jenseits des Mainstreams debattiert werden, und ist dann in New York gelandet, an der New School. Sie hat anschließend in Cambridge promoviert, und zwar zu der Frage, wie China eigentlich die Öffnung, die Liberalisierung hinbekommen hat, nämlich nicht durch eine Schocktherapie, sondern durch einen maßvolleren Übergang mit Preiskontrollen. Und darüber hat sie dann auch ein Buch geschrieben, das im vergangenen Jahr auf Deutsch erschienen ist. Es heißt Das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute Abend darüber ein bisschen mehr erzählen wird, was die Ideen, ihre Ideen ausmacht und wie davon vielleicht auch Deutschland und auch andere Länder lernen können. Sie hat der Zeit einmal gesagt, dass eine Diskursoffenheit für neue Argumente total wichtig ist, damit die Wirtschaftswissenschaften nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind. Und ich glaube, das passt ganz wunderbar zu diesem Abend. Ich freue mich auf die Argumente, die sie uns mitgebracht hat, und begrüße jetzt nochmal ganz herzlich, zugeschaltet aus Amherst, Isabella Weber. Hallo, Frau Weber. Hallo, vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Schulz, sehr geehrte Frau Fahimi, liebe Jury, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Auszeichnung. Das erste Mal stand ich auf der Bühne in diesem Saal, als ich als Praktikantin der FES beim Sommerfest bei einer Verlosung gewonnen hatte. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich eines Tages als Matthöfer-Preisträgerin zurückkehren würde, und wünschte von ganzem Herzen, ich könnte heute persönlich da sein. Ich freue mich ungemein über diesen Preis, der in den letzten Jahren an Autorinnen und Autoren wie Mariana Mazzucato, Branko Milanovic und Mark Blythe ging, die für mich wichtige Mentorinnen sind. Es ist eine große Ehre, nach Ihnen heute mit dem Hans-Matthöfer-Preis gewürdigt zu werden. Der Autor und Autorennamen auf dem Cover eines Buches unterschlägt, dass viele Menschen an der Entstehung des Textes beteiligt sind. Daher möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich meinen vielen Interviewpartnern und meinem Doktorvater Peter Nolan danken. Ohne ihnen hätte ich keine Geschichte der chinesischen Reformdebatte schreiben können. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich bin leider in Washington D.C. und das erste Mal in meinem Leben ist ein Hubschrauber über meinem Dach. Ich hoffe, Sie können mich hören. Wenn nicht, unterbrechen Sie mich bitte. Dieses Buch entstand aus meiner Dissertation. Mein Mann Gregor Semenyuk hat jede Version dieses Textes gelesen. Hätten meine Eltern nicht an mich geglaubt und hätte das deutsche öffentliche Stipendiensystem mich nicht von Anfang an gefördert, wäre es nie zu diesem Buch gekommen. Mein herzlichster Dank. Danke auch an Stefan Gebauer, der mein Buch aus dem Englischen übertragen hat, und an meinen Suhrkamp-Lektor Christian Heilbronn, der heute gemeinsam mit Anne Kling die Urkunde für mich entgegennimmt. Vielen Dank an die Moderation, vielen Dank an meine Laudatorin Brigitte Breisel und natürlich ganz wichtig, vielen Dank an die Jury für diese Auszeichnung. Ich hoffe, Sie haben mein Buch nicht nur deswegen ausgewählt, weil das Cover so gut zu dem von Herrn Hagelücken passt. Nein, im Ernst. Beide Bücher, und das erkennt man sofort, machen deutlich, dass wir in bewegten Zeiten leben. Nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch und im Hinblick auf die Wirtschaftswissenschaften. Mein Buch handelt von Umbrüchen, von der Geburt eines neuen Paradigmas. Darüber, wie Ökonominnen in Zeiten von gesellschaftlichem Wandel Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems sein können. Im Zentrum steht die Debatte über Chinas Wirtschaftsreform in den 1980er Jahren. Dieses erste Jahrzehnt war eine Weggabelung in Chinas Geschichte, aber auch in der Geschichte des globalen Kapitalismus. Wäre China wie Russland unter der Schocktherapie kollabiert, sähe die Welt heute radikal anders aus.
Chinas Aufstieg prägt alle wichtigen Debatten in unserer heutigen Vielfachkrise. Das gilt für die Frage der grünen Transformation, die enormen geopolitischen Spannungen, die Bekämpfung des globalen Hungers, aber auch die Halbwertszeit des Neoliberalismus und die Wiederentdeckung des Staates und der Industriepolitik. Die zentrale Frage in den 1980er Jahren in China war nicht, ob das Wirtschaftssystem reformiert werden sollte, sondern wie das gelingen kann. Keine Reform war nach dem Debakel der letzten Mao-Jahre keine Option. Aber die Alternativlosigkeit des Wandels eröffnete erst den bitteren Kampf um die Frage der Transformationsstrategie. Auf der einen Seite waren vormals orthodoxe Marxisten und neoklassische Ökonominnen, die eine erstaunliche und letztlich neoliberale Allianz bildeten. Sie gingen von einem idealisierten Modell der Planwirtschaft aus und entwarfen abstrakt hergeleitete Zielmodelle für die zu erreichende Marktwirtschaft. In ihrer Vision war die Marktwirtschaft eine einfache Kombination aus freien Preisen und Privateigentum. Die zentrale Aufgabe der Reform war es, die Wirtschaft von der Kontrolle des Staates zu befreien, um die Steuerungskraft der Marktpreise zu entfalten. Dabei wurde angenommen, dass Märkte wie Phönix aus der Asche entstehen, sobald die Institutionen der Planwirtschaft zerstört waren. Das dürfte denjenigen, die an der Wirtschaftspolitik der Wende beteiligt waren oder diese am eigenen Leibe erfahren haben, bekannt vorkommen. Inflation wurde hier als verkraftbares Übel gesehen, das durch hohe Zinsen und strikte Sparpolitik in den Griff zu bekommen sei. Eine Argumentation, die wir in der Energiekrise immer wieder gehört haben. Auf der anderen Seite der chinesischen Reformdebatte waren junge WissenschaftlerInnen und alte Funktionäre, die durch Feldstudien und jahrelange Erfahrung in der praktischen Steuerung der Wirtschaft von den konkreten Gegebenheiten anstatt von abstrakten Modellen ausgingen. Sie waren gleichermaßen entschiedene Marktreformer wie das neoliberale Camp. Aber sie bestanden darauf, dass Marktkräfte nicht vom Himmel fallen, sondern aktiv kultiviert werden müssen und dass freie Preise in Zeiten des Umbruchs keineswegs zu gesellschaftlich optimalen Ergebnissen führen müssen, sondern der Staat die Marktkräfte nicht wie in Maos Zeiten unterdrücken sollte, aber in die gewollte Richtung kanalisieren muss. Der Staat müsse allerdings, wie schon die antike chinesische Wirtschaftslehre vorsah, zwischen essentiellen und nicht essentiellen Bereichen unterscheiden. Die nicht essentiellen, peripheren Bereiche der Wirtschaft könne der Staat getrost dem privaten Markt überlassen. Aber in den essentiellen, systemrelevanten Bereichen wie Energie, Grundstoffe und Grundnahrungsmittel müsse der Staat Produktionskapazitäten befördern und Marktkräfte ausbalancieren und steuern. Preisexplosionen in den essentiellen Bereichen zuzulassen, wie die Schocktherapeuten es explizit empfahlen, würde zur Inflation führen, die durch Austerität nicht in den Griff zu bekommen sei und letztlich das Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung unterwandern würde. Diese Warnung nahm die tragische Entwicklung Russlands vorweg. Als Folge der Schocktherapie in den 1990er Jahren erlebte Russland eine der schlimmsten Hyperinflationen, gepaart mit einer der tiefsten Rezessionen und dem schnellsten Rückgang der Lebenserwartung zu Friedenszeiten. Aus den Ruinen stieg kein Phönix, sondern Wladimir Putin hervor. In China setzten die Kritiker der Schocktherapie, die chinesischen Reformer, für die essentiellen Bereiche auf ein duales Preissystem mit einem Preisdeckel und einem Marktpreis, nicht unähnlich der deutschen Gaspreisbremse, die in 2022 eingeführt wurde. Aus Sicht dieser pragmatischen Reformer gab es keine Möglichkeit eines Gesamtplans oder einer One-Size-Fits-All-Lösung, bei der die Preisfreigabe wie eine Wunderwaffe alle Probleme löst. Anstattdessen braucht es eine klare Richtung und dann geht es darum, nach Steinen tastend den Fluss zu überqueren. Letztendlich folgten Chinas Reformen diesem Prinzip mit durchschlagendem ökonomischem Erfolg. Kaufkraftbereinigt ist die Volksrepublik China heute die größte Wirtschaft der Welt. Es geht mir hierbei in keinster Weise darum, die chinesische Reformerfahrung zu verherrlichen. Umweltverschmutzung, Ungleichheit zwischen Stadt und Land, den Geschlechtern und Klassen und eine zunehmende Zentralisierung der staatlichen Macht sind nur einige der großen Probleme, mit denen China zu tun hat. Dennoch
kann die chinesische Erfahrung der Transformation des Wirtschaftssystems dabei helfen, über wirtschaftliche Transformationsstrategien nachzudenken. Die zentrale Frage heute ist nicht, ob wir den Klimawandel bekämpfen und unsere Wirtschaften transformieren, sondern einmal die Frage, wie das gelingen kann. Kein wirtschaftspolitisches Umdenken ist auch nach dem Debakel des Neoliberalismus der letzten Jahre und im Anbetracht der anhaltenden Konsequenzen der Energiekrise keine Option. Aber wie in den 1980er Jahren in China eröffnet die Alternativlosigkeit des Wandels den bitteren Kampf um die Frage der Transformationsstrategie. Als ich im Herbst 2022 in der Gas-Wärme-Kommission saß, hatte ich manchmal das Gefühl, in einem noch nicht geschriebenen Kapitel meines Buches gelandet zu sein. Während ich darauf bestand, dass man die Schockwellen der Gaspreisexplosion nicht ungedämpft durch unsere Gesellschaft und Wirtschaft rasseln lassen kann und das industrielle Rückgrat unseres Industriesystems zu schützen sei, bestanden neoklassische Ökonomen auf der Optimalität eines Preissignals, das aus einem von radikaler Unsicherheit völlig zerrütteten Markt entsprang. Während Sebastian Dolin, Tom Krebs, Achim Truger, ich und ein paar wenige andere davor warnten, dass der Megaschock im systemrelevanten Bereich Energie nachhaltige Konsequenzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für das Wachstum, die Inflation und die Wettbewerbsfähigkeit haben würden, bestanden neoliberale Ökonomen darauf, dass der Energieschock leicht verkraftbar sei. Trotz der Anstrengungen der Bundesregierung ist in der Folge des Energieschocks die AfD zweitstärkste Kraft geworden, sind die Reallöhne so stark eingebrochen wie noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte, ist die deutsche Wirtschaftsleistung heute 7% unterhalb des Vorkrisentrends, steht die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie und des darum gewachsenen wirtschaftlichen Ökosystems auf der Kippe. Bei der Frage des CO2-Preises wiederholt sich die Debatte einmal mehr. Auf der einen Seite sind die, die darauf bestehen, dass die historische Aufgabe der Bekämpfung des Klimawandels allein gelingen kann, indem das richtige Marktpreissignal gesetzt wird. Auf der anderen Seite sind wir, die darauf bestehen, dass ausschließlich auf den CO2-Preis zu setzen eine gefährliche Strategie ist, die nicht zuletzt die gesellschaftliche Zustimmung für Klimapolitik aufs Spiel setzt. Anstattdessen braucht es eine Kombination aus CO2-Preis und sektoraler Transformationsstrategien für Kernbereiche wie zum Beispiel Elektrizität, Transport und Gebäudesektor mit öffentlichen Investitionen, wobei der Staat mit eine klare Richtung und ambitionierte Ziele vorgeben muss, um so alles in Bewegung zu setzen, um nach Steinen tastend den Fluss zu überqueren. Es ist kein Zufall, dass China beim Ausbau der erneuerbaren Energien den Rest der Welt abgehängt hat und die USA haben nun angefangen, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Wenn Deutschland und Europa anstattdessen auf CO2-Preis-Schocktherapie setzen, könnte das eine ähnliche Weggabelung darstellen wie die der 1980er Jahre. Die Gefahr eines verlorenen Jahrzehnts für Deutschland und Europa ist real, wenn die Wirtschaftspolitik im Neoliberalismus der 90er Jahre stecken bleibt. Es ist höchste Zeit, den Marktfundamentalismus hinter uns zu lassen und eine pragmatische Transformationspolitik einzuleiten, die von den Bedürfnissen der Menschen und den realen institutionellen und strukturellen Gegebenheiten der Wirtschaft ausgeht, anstatt von unrealistischen Annahmen über Modellwelten. Meine Damen und Herren, noch einmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Auszeichnung und auch einen herzlichen Glückwunsch an Herrn Hagelücken. Ja, vielen Dank, liebe Isabella Weber. Wir haben Sie wunderbar verstanden hier. Toll, dass Sie sich zugeschaltet haben. Und wir hören jetzt einmal von einer Jurorin des Hans-Mathöfer-Preises, was eigentlich diese Arbeit so preiswürdig macht. Und da würde ich gerne begrüßen Brigitte Preißel, die langjährige Chefredakteurin des Wirtschaftsdienstes, einer Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. Frau Preißel, herzlich willkommen auch an Sie. Sehr geehrte Frau Fahimi, sehr geehrter Herr Schulz, sehr geehrte Frau Weber, ich sehe Sie nicht, aber Sie sehen vielleicht mich, meine Damen und Herren. In diesem Jahr
erhält Isabella Weber den Hans-Mattöffer-Preis für ihr Buch Das Gespenst der Inflation, wie China der Schocktherapie entkam. Ihre akademischen Grade erhielt sie an der Freien Universität Berlin, an der University of Cambridge und an der New School for Social Research in New York. All dies sind Orte, die gleichermaßen für exzellente ökonomische und sozialwissenschaftliche Forschung, aber auch für ihre Tradition in kritischem Denken stehen. An der New School entstand eine Dissertation zur Umbruchssituation in China, die schließlich in das vorliegende Buch mündete. Isabella Weber gab sich aber nicht damit zufrieden, über China zu lesen und zu schreiben. Bereits 2010 und 2011 hielt sie sich dort auf, lernte Chinesisch und schaute sich die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft von innen an. Bemerkenswert auch die aktuellen Aktivitäten der Autorin über ihre Rolle bei der Gestaltung der deutschen Gaspreisbremse wurde bereits gesprochen. 2023 erhielt sie zusammen mit Sebastian Dulin den Kurt-Rothschild-Preis für die Förderung von öffentlichen Debatten zur Gaspreisbremse. Trotz der starken historischen Orientierung ihres Werkes richtet sich das Interesse der Autorin vornehmlich auf die neuere Zeit. Natürlich auf die Frage, wie die Transformation des kommunistischen Wirtschaftssystems in eine Marktwirtschaft gelingen konnte, ohne dass die damit verbundenen Verwerfungen eine verheerende Inflation auslösten. Der historische Blick aber brachte Erstaunliches über die Handhabung von wirtschaftlichen Krisen und die wechselseitige Dynamik von politischen Kräfteverhältnissen und ökonomischen Entwicklungen in sehr früher Zeit ans Licht. Dabei ist es gelungen, uns mitzunehmen in die Abfolge komplexer Ereignisse aus lang vergangener Zeit und eine Analyse zu erstellen, die spannender nicht hätte sein können. Zugegeben, als Leserin schwirrte mir der Kopf. Angesichts der großen Zahl herausragender chinesischer Wirtschaftsexperten und politischer Protagonisten, mit denen wir bekannt gemacht werden. Als außerordentlich hilfreich erweist sich dabei die lange Liste der erwähnten chinesischen Gelehrten und Politiker, versehen mit deren zentralen Thesen und Ansichten im Anhang des Buches. Ein wunderbarer Ausdruck einer äußerst sorgfältigen historischen Analyse. Wir erfahren, dass China schon sehr früh insbesondere um die Preise für Salz und Eisen rang. Im 11. Jahrhundert hatte sich eine heftige Krise entwickelt, die Anlass gab, intensiver über ökonomische Zusammenhänge rund um das Problem massiver Preissteigerungen nachzudenken. Damals, wie auch in späteren Wellen, stritten zwei Strömungen miteinander. Einmal diejenigen, die dachten, eingreifen müsse man gar nicht, denn die Situation würde sich schon von selbst normalisieren. Und die andere Strömung, die staatliche Festsetzung von Preisen vorsah und für nötig hielt. Diese widerstreitenden Positionen charakterisieren bis heute die wirtschaftspolitische Antwort auf starke Preissteigerungen, nicht nur in China. Immer wieder zeigt sich, dass die Bekämpfung der Inflation alleine über eine Steuerung der Geldmenge dann nicht funktioniert, wenn aufgrund von Kriegen oder anderen Krisensituationen das Gefüge von Angebot und Nachfrage aus dem Ruder gelaufen ist, sei es durch kriegsbedingte Angebotsrückgänge, sei es durch Nachholbedarf bei der Nachfrage. In Isabella Webers Buch wird aber auch gezeigt, wie strategische Manöver im Kampf um Machtpositionen und die Angst vor Volksaufständen die Suche nach der richtigen Lösung ebenso bestimmten wie ökonomische Überlegungen. Es überrascht wenig, dass Chinas Weg in die Marktwirtschaft von der Frage begleitet wurde, ob das Paradigma eines freien Marktes nach US-amerikanischem Vorbild radikal umgesetzt werden sollte. Dies empfahlen etwa zahlreiche westliche Berater, die sich zu bestimmten Zeiten in China die Klinke in die Hand gaben. Die Alternative war eine langsame Einführung von Marktelementen bei übergangsweise starkem Einfluss des Staates auf die Preise. Dies würde zwar Wachstumspotenziale dämpfen, aber schließlich zu einem weniger schmerzhaften Übergang führen. Wechselnde Vorbilder, mal der Entwicklungsweg Brasiliens, mal Erhards Nachkriegsdeutschland oder die Erfahrungen in Osteuropa, schienen verheißungsvoll und waren entsprechend zeitweise populär. Schließlich setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass die Umsetzung theoretisch idealer Modelle, hier der freie Markt mit seiner effizienten Preisgestaltung, dort die voll durchkalkulierte Planwirtschaft,
den Realitäten der chinesischen Situation nicht gerecht wurden. So gelang es schließlich, Kompromisse zu finden, die eben den Schock anhaltender Inflation umgingen. Bemerkenswert ist, dass nicht alle westlichen Experten der radikalen Lösung zuneigten. Hier gab es durchaus Stimmen, die vor den Risiken allzu schnellen Wandels warnten. Interessant ist weiterhin, dass die Suche nach dem richtigen Weg auch zeitweise weit in die Vergangenheit führte, wo Erkenntnisse aus der Zeit der Salz- und Eiseninflation bei der Gestaltung der aktuellen Politik halfen. An dieser Stelle sei auch auf den Exkurs in die USA verwiesen. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dort darum, die Kriegswirtschaft zu beenden, ohne dass die daraus folgenden tiefgreifenden Veränderungen von Angebots- und Nachfrageströmen eine ungewohnt und ungewünscht heftige Inflation hervorriefen. Trotz der grundsätzlichen Aversion gegen staatliche Eingriffe in die Preisgestaltung verlief die Diskussion damals auch in den USA kontrovers. Schließlich wurde gezielt und gewohnt pragmatisch auch zu Preisbremsen gegriffen und so eine lang anhaltende Inflation verhindert. Die historischen Erfahrungen mit jeweils sehr unterschiedlich gestalteten Eingriffen waren nicht immer positiv, bieten aber dennoch oder vielleicht gerade deshalb umfangreiches Anschauungsmaterial für viele Detailfragen in Bezug auf preisdämpfende wirtschaftspolitische Maßnahmen. Der richtige Zeitpunkt für die Eingriffe des Staates, ebenso wie der Umfang und die Reichweite der Maßnahmen und deren Dauer, waren und sind immer wieder Gegenstand erbitterter Auseinandersetzungen. Auch die Analyse der Rolle politischer Machtkämpfe bei der Suche nach der richtigen Preispolitik verweist in die Gegenwart. Sie bestätigt, dass es eben oft weniger um die sinnvolle Wirtschaftspolitik als um politische Machtkämpfe geht. Das macht das Buch nicht nur lesenswert, sondern hochgradig brisant. Streiten die Experten noch gerade in Deutschland angesichts der Preisentwicklung der letzten Jahre lautstark über die richtige Art der Inflationsbekämpfung. Zum Teil heftige Reaktionen auf das Buch von Isabella Weber unterstreichen die Aktualität der vorgelegten Analyse. Auf den ersten Blick mag sich die Frage aufdrängen, warum verdient ein vorwiegend geschichtswissenschaftliches Buch über China heute hier so große Aufmerksamkeit? Nun befinden wir uns, das wurde heute mehrmals betont, in Deutschland ja gerade auch in einer Phase tiefgreifender Umbrüche mit ebenso radikalen Veränderungen wichtiger Parameter. Und die Begleitumstände erinnern an das, was China auf seinem Weg in ein neues Wirtschaftssystem erlebt hat. Heftige Preisbewegungen begleiten auch in Deutschland die drastische Veränderung von Angebotssituationen und die Suche nach einem neuen Paradigma, das sich aber immer noch nicht einmal in Ansätzen abzeichnet, macht vieles schwieriger. Wie vor einiger Zeit in China ist die Regierung heute in Deutschland vor die Aufgabe gestellt, Maßnahmen zu treffen, die die Risiken und Kosten des gewünschten Umschwungs in Grenzen halten. Nur so kann vermieden werden, dass das angestrebte Ziel angesichts nicht mehr zu kontrollierender Inflation und implodierender wirtschaftlicher Aktivität unerreichbar wird. Das Buch Isabella Webers liefert umfassendes Material über einen sinnvollen Umgang mit solchen Krisensituationen. Der Hans-Matthöfer-Preis ist mit dem Anspruch verpflichtet, Wirtschaft weiterzudenken. Dies geschieht in Isabella Webers Buch in zweierlei Hinsicht, in Bezug auf China und durch die starke Gewichtung der langen historischen Erfahrungen. China bietet sich auf den ersten Blick natürlich nicht als Referenz für westliche Industrieländer an. Zu unterschiedlich sind Wirtschaft und Gesellschaft. Aber weiterdenken heißt auch, sich mal mit einem Land zu beschäftigen, das gerne wechselnd belächelt oder verteufelt, aber nicht allzu ernst genommen wird. Gerade wenn es um die Lösung ökonomischer Probleme geht, von denen wir im Westen doch so viel mehr verstehen. Isabella Webers Buch zeigt, dass es sich durchaus lohnt, auch mal woanders hinzuschauen. Das gilt auch für die historische Perspektive. Waren wir doch überzeugt, das Reflektieren über ökonomische Phänomene habe frühestens mit den Werken der ökonomischen Klassik in Europa begonnen. Nur Exoten verweisen auf die Leistungen der großen antiken Reiche, Rom, Ägypten, Griechenland und eben auch China. Hier sehen wir nun, dass Erkenntnisse aus weiter zurückliegender Vergangenheit uns durchaus neue Einsichten eröffnen und Denkanstöße bieten. In diesem Sinne reiht sich das Gespenst der Inflation hervorragend in die Reihe der Bücher ein, die seit nunmehr 10 Jahren für den Hans-Matthöfer-Preis ausgewählt wurden, da sie zu Wirtschaft weiterdenken anregen. Frau Weber, wir danken Ihnen für dieses Buch.
herzlichen Dank, Frau Preissel. Ich habe jetzt das große Vergnügen, Alexander Hagelücken kurz vorzustellen. Alexander, hättest du gedacht, dass ich mal hier stehe und dich ankündige? Wir kennen uns nämlich auch seit langer Zeit, 20 Jahre, glaube ich, sind es, aus Brüssel. Damals waren wir Konkurrenten, er war für die Süddeutsche Zeitung dort, ich war für die Zeit da. Ich weiß noch, dass wir in deinem Garten oft gesessen haben, es ging oft um Fußball, ich weiß nicht mehr genau, um welchen Verein. Aber das kannst du uns ja später verraten. Jetzt noch 2, 3 Sätze zu dir. Seit langer Zeit, gefühlt ewig, bei der Süddeutschen Zeitung, dort leitender Redakteur. Er ist derjenige, der erfunden hat, diese Rubrik Reden wir über Geld, auf die waren wir damals sehr neidisch. Er hat viele Bücher geschrieben, jetzt als letztes, wie gesagt, die Schockzeiten. Und er passt, glaube ich, wirklich ganz gut hierher. Ich habe mal geguckt, vorgestern hat er nämlich noch getwittert, die neue Macht der Arbeitnehmer hat auch etwas Gutes. Würdigen wird ihn jetzt, nein, bevor er gewürdigt wird, darf er noch ein paar Worte sagen. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Als ich dieses Buch anfing zu schreiben, habe ich gedacht, ich mache einen Überblick über die wirtschaftspolitischen Themen, die alle anliegen im Moment, von Inflation über Klimaschutz, Geopolitik, Demografie und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, was für ein Wahnsinn es ist, über sowas zu schreiben, wo sich auch noch alles verändert, während man darüber schreibt. Und deswegen möchte ich an der Stelle kurz meiner Frau Hanna Wilhelm, die da sitzt, und meinen 4 Söhnen danken, dass sie mich ertragen haben in der ganzen Zeit. War nämlich nicht leicht, glaube ich. Es ist natürlich eine totale Ehre, so einen Preis zu bekommen mit den ganzen tollen Ökonominnen und Ökonomen, die ihn schon bekommen haben, und natürlich zusammen mit Isabella Weber, die jetzt vielleicht noch zugeschaltet ist oder nicht. Ganz tolle Sache. Ich bedanke mich bei der Jury für die Auswahl. Ich bedanke mich beim Beck Verlag, bei den ganzen Gesprächspartnern, die ich hatte für dieses Buch. Und jetzt habe ich natürlich so ein Alter erreicht, wo man auch sagen könnte, wenn jemand lang genug rumsitzt und Sachen aufschreibt, dann kriegt er auch mal so einen Preis. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen vom Gegenteil davon überzeugen kann. Deswegen habe ich gern den Auftrag angenommen, ein paar Sachen zum Buch zu sagen und ein bisschen zu lesen. Dieses Mikro ist weit unten, hört man mich trotzdem halbwegs? Oder gut. Dann fange ich einfach mal an. Selten war so viel Katastrophe und selten so unerwartet. Die Deutschen hatten in den 2020er Jahren ja eine goldene Dekade erlebt. Dann bricht 2020 die Corona-Pandemie aus, rafft weltweit 7 Millionen Menschen hin. Dann überfällt Russland die Ukraine. Hunderttausende Menschen werden verletzt und sterben. Und auch in den Nationen, den anderen Nationen bangen die Menschen, kommt der Krieg jetzt zu mir? Gleichzeitig deckt der Überfall das Versagen auf, sich von Wladimir Putins Gas und Öl abhängig gemacht zu haben. Die Energiepreise erzeugen eine Hochinflation, Corona-Schock, Kriegsschock, Inflationsschock, Energienot. Es sind wahrhaft Schockzeiten, in denen wir leben. Die Löhne in Deutschland sind durch die Inflation stark geschrumpft. Durchschnittsverdiener haben jährlich mehrere tausend Euro Gehalt weniger, als wenn der Boom der 2010er Jahre angedauert hätte. Und die Enttäuschung wird dadurch verstärkt, dass der Graben zwischen Arm und Reich zu einem Grand Canyon geworden ist. Die 50 reichsten Haushalte in Deutschland besitzen zusammen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Ich kann diese Zahl jedes Mal, wenn ich sie zitiere, nicht glauben. Es breitet sich Misstrauen gegen etablierte Institutionen und Parteien aus, das Rechtspopulisten schüren und ausnutzen, um gegen die Demokratie zu agitieren. Mit diesem Buch möchte ich eine tiefere Gesamtanalyse versuchen und neben den Schocks auch die Herausforderungen zuspitzen, die es zu meistern gilt, damit unser Land einer Spirale nach unten entgeht. Kurzfristig hat die Bundesregierung einiges geleistet, um die Folgen der Krisen abzufedern. Nun muss sie dauerhaft umsteuern, was schwieriger ist. Kurzfristig Putins Gas zu ersetzen, das leuchtet jeder Wählerin und jedem Wähler ein. Keiner will frieren. Aber dauerhaft Staatsmilliarden zu investieren und Klagen gegen Windräder abzuschmettern, das leuchtet schon weniger Menschen ein. Doch genau das ist unverzichtbar. Nur erneuerbare Energien aus Wind, Sonne oder Wasserstoff vermeiden den nächsten Energieschock und das massenhafte Abwandern gut bezahlter Industriejobs. Sich dagegen von Gas aus Katar oder sonst wo abhängig zu machen, um sich bei den Wählern anzubiedern, das liefert das Land den nächsten Autokraten aus und beschleunigt den Klimawandel, der den Planeten verwüstet. Doch bei Investitionen haben wir in der Bundesrepublik ein Problem. Es heißt Schuldenbremse. Am Münchner Hauptbahnhof ist es an diesem Morgen saukalt. Bald wird klar, dass sich mein Zug in den Norden deutlich verspätet.
Es ist reiner Zufall, dass ich das Kapitel in meinem Buch über Deutschlands Finanzbedarf an diesem Reisetag zu schreiben beginne. Oder? Nach der ersten halben Stunde Wartezeit auf die Pannenbahn bin ich mir nicht mehr sicher, ob es Zufall ist. In den nächsten Tagen werde ich eine Kaskade von Verspätungen, Weichenstörungen, Zugausfällen und Menschen erleben, die im Gang auf dem dreckigen Boden sitzen müssen. Wer in Deutschland einen Zug besteigt, der wird ständig auf die Frage gestoßen, ob der Staat eigentlich genug für seine Bürger ausgibt. Auch woanders fehlt Geld, Schulgebäude machen wegen Einsturzgefahr dicht, der Ukraine-Krieg verändert die Sicherheitslage und da sind Klimaschutz und Energiewende. Was soll ein finanzielles Korsett wie die Schuldenbremse, wenn es sinnvolle Investitionen verhindert, noch dazu in einem Land, das stets solide wirtschaftet? Die Schuldenbremse versperrt den Weg in die Zukunft. Es springt einen geradezu an, dass eine Rückkehr der Investitionen sinnvoll ist. Wie sonst sollen Ziele wie Klimaschutz und ökologischer Umbau der Industriejobs, sichere Energieversorgung, Verteidigung gegen militärische Aggression oder mehr Bildung als wirtschaftliche Basis des Landes erreicht werden? Was sind die Alternativen? Verwüstung des Planeten, Massenarbeitslosigkeit, Energieabhängigkeit von Diktatoren, Verlust der Freiheit und Personalmangel. Bis der heilige Markt diese Probleme von alleine löst oder Unternehmen das nötige Geld von selber ausgeben, können wir lange warten. Mehr staatliche Investitionen sind notwendig und finanzierbar. Es wird Zeit, sich nicht länger durch den Neoliberalismus davon abhalten zu lassen, gesellschaftlich zu gestalten. Den Staat zu schrumpfen und damit Steuern für Unternehmen und Reiche zu senken, löst die Probleme des Landes nicht. Die Reichen bauen dann noch mehr Luxuswohnungen und die Probleme bleiben. Ich glaube, da hinten im Eck sitzt Christian Lindner, der gekommen ist, um sich mal eine andere Meinung zur Schuldenbremse anzuhören. Ich sehe es im Dunkeln nicht so richtig, aber wir hoffen mal. Und es gibt ja noch weitere Herausforderungen. Das deutsche Exportmodell wankt, Deutschland lässt sich bei Innovationen abhängen. Die deutsche Autoindustrie steht in der Gefahr, die Elektro-Ära an Tesla und die Chinesen zu verschenken. Weitere Vorzeigeindustrien wie die Chemie stehen wegen der hohen Energiepreise unter Druck. Eine Antwort auf vieles davon ist, mehr Industriepolitik zu betreiben. Im März 2012 habe ich in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt den Konzern Q-Cells besucht, einst weltgrößter Hersteller von Solarzellen. Wenige Tage später war Q-Cells pleite, nicht wegen mir. Insgesamt wurden 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland zum Opfer gekürzter Solarförderung und chinesischer Dumpinganbieter. Heute liegt der chinesische Weltmarktanteil an der Solarförderung bei 80%, nicht an der Solarförderung, sondern an der Solarzellenproduktion, wodurch Peking mit einem Handstreich die deutsche Energiewende stoppen könnte, wenn es wollte. Souveränität, Innovation, Klimaschutz, Arbeitsplätze. Es gibt viele Argumente für mehr Industriepolitik. Doch das kollidiert mit den marktliberalen Dogmen, die viele deutsche Ökonomen nach wie vor pflegen. Industriepolitik überlassen die Deutschen lieber Chinesen, Russen, Japanern, Franzosen, Südkoreanern oder Amerikanern. Für die große Volkswirtschaft mit dem höchsten Export und dem höchsten Industrieanteil an der Wirtschaftsleistung ist diese Einstellung Harakiri. Ähnlich blind stolpert das Land in die demografische Falle aus Rentenlöchern und Personalmangel. Im Wirtschaftswunder der 1950er und 60er Jahre fehlte der Bundesrepublik schon mal Personal. Frauen sollten ja zu Hause bei Herd und Kindern bleiben. Man holte Millionen sogenannte Gastarbeiter, die nach getaner Arbeit aber schnell wieder verschwinden sollten. An Integration dachte niemand. Jetzt begegnet die Republik dem Personalmangel vielfach erneut mit den Einstellungen der 1950er und 60er Jahre. Echte Zuwanderung lieber nicht. Und Frauen werden vielfach von beruflicher Tätigkeit entmutigt durch Rollenbilder aus den 50er Jahren, durch Ehegattensplitting, Minijobfalle, Kita-Mangel und vieles mehr. Besser bleiben sie bei Herd und Kindern, denken offenbar nach wie vor viele Männer. Mit diesen Einstellungen wird Deutschland viel Wohlstand verlieren. Um den wirtschaftlichen Abstieg zu verhindern, braucht Deutschland aus meiner Sicht einen Neustart. Seine Unternehmen müssen in den Vorwärtsgang schalten und die Regierung muss politische Tabus schleifen. In der Bundesrepublik haben banale Fortschrittshemmnisse einen heiligen Status erreicht. Hier sind einige der Stoppschilder, die den Weg in die Zukunft versperren. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Männliche Beschäftigte sind wichtiger als weibliche. China darf man nicht kritisieren.
Diktatoren halten wir die andere Wange hin. Der Staat hält sich aus der Wirtschaft raus. Schulden sind böse. Im Amt machen wir es schon immer so. Und Reiche müssen noch viel reicher werden. In diesem Buch will ich zeigen, wie Deutschland den wirtschaftlichen Abstieg womöglich aufhalten kann, indem es diese und andere Stoppschilder demontiert und das Land durchgreifend reformiert. Von Einwanderung über Gleichberechtigung, Geopolitik und Klimaschutz, Investitionen und Innovationen bis zu Bildung und Digitalisierung. Und mit Umverteilung von Reich an den Rest, damit die Menschen die nötige Mühe für all die Anstrengungen überhaupt auf sich nehmen. Für Millionen Bürger ist das Fortschrittsversprechen längst brüchig geworden. Wer zur ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehört, besitzt im Schnitt 11.000 Euro nach Schulden. Industrielle Arbeitsplätze sind teilweise durch mies bezahlte Servicejobs ersetzt worden. Niedriglohnjobs haben sich bis in die Mittelschicht verbreitet. Sicher, der Aufstieg der AfD hat viele Ursachen, aber ich glaube, materieller Frust ist einer davon. Viele Bundesbürger haben das Gefühl, in einer Dauerkrise zu leben. Die Nation sollte sich gegen den wirtschaftlichen Abstieg stemmen, um ihren Wohlstand zu retten und die Demokratie zu stärken, um den Menschen Sicherheit zu geben, Sorgen zu nehmen und um eine Klimawende zu finanzieren, die die arme Welt von uns erwarten darf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Ich habe vor kurzem, als ich jemanden gefragt habe, warum ist das so schwer, wenn sich die Fakten ändern, die Meinungen auch zu ändern? Da ging es um die Schuldenbremse gehört. Meinungen ändern sich nicht, die sterben aus. Ich hoffe, das stimmt nicht. Dir ein Dankeschön. Peter Buffinger ist der Laudator für dich. Auch er, ich würde sagen, ein früher Rebell. Dort sitzt er, Sie wissen, Professor. Er war lange im Sachverständigenrat, auch zu Zeiten, in denen Verteilung da noch so eine Art Buhwort war. Herr Buffinger. Ja, liebe Frau Fahimi, lieber Martin Schulz, liebe Isabelle Weber, wenn sie noch da ist, und lieber Alexander Hagelücken, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend die Laudatio für das Buch von Alexander Hagelücken halten darf. Er hat ja schon gezeigt, wie toll dieses Buch ist in dieser Präsentation, die Sie gerade gehalten haben. In meinen Augen ist dieses Buch die beste Analyse und Diagnose der Probleme, mit denen Deutschland derzeit zu tun hat. Und das war sicher auch der Grund, wieso wir das mit dem Hans-Mathöfer-Preis ausgezeichnet haben. Ich finde, man kann dieses Buch nehmen für die Diskussion, die ja im Augenblick in der Öffentlichkeit ist. Die Diskussion ist ja schon angesprochen worden, ob Deutschland denn jetzt wieder der kranke Mann in Europa sei. Und da gibt es ja alle möglichen Diagnostiker und Heilpraktiker, Ärzte, die sich zu dieser Frage äußern. Interessant ist vielleicht unser Finanzminister, der auf dem Weltwirtschaftsforum gesagt hat, Deutschland ist nicht der kranke Mann, Deutschland ist ein müder Mann nach einer kurzen Nacht. Und als Therapie schlägt er vor, und jetzt haben wir eine gute Tasse Kaffee, das heißt Strukturreform, und dann werden wir wirtschaftlich weiter erfolgreich sein. Soweit Dr. Lindner, und das ist ja... Wenn man jetzt diesen müden Mann mal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass es ja wirklich nicht gut läuft. Bei der OECD im Ranking des Wirtschaftswachstums sind wir in diesem Jahr das zweitschlechteste Land, und nur noch in Argentinien läuft es schlechter. Und das ist ja keine Momentaufnahme. Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 5 Jahre ansehen, dann haben wir eine wirtschaftliche Stagnation. Es geht mal ein bisschen runter, wieder hoch, aber letztlich sind wir auf dem Niveau des Jahres 2019, und das eben nicht jetzt den Krisen allein geschuldet, weil eben andere Länder, der Euroraum, eben Wachstum verzeichnen konnten. Das heißt, wir haben tatsächlich ein tiefer liegendes Problem, ein spezifisch deutsches Problem. Und wenn man fragt, was das Problem ist, und wenn man jetzt so den Mainstream fragt, dann kommt immer direkt die Antwort, Frau Fahimi hat es ja schon angesprochen, die Regulierung, die Bürokratie, das ist ganz furchtbar. Dann ist auch immer spannend, auch teilweise renommierte Ökonomenkollegen
dass sie eigentlich dann schon das Gefühl haben, dann hat man eigentlich schon die ganze Diagnose gebracht. Und das wird auch meistens als eine riesige Erkenntnis gebracht. Dabei wissen wir alle natürlich, dass Bürokratie ein Problem ist und es gibt eben keine optimale Verwaltung. In anderen Ländern ist es auch nicht besser. Jedenfalls ist das kein Grund dafür, dass unsere Wirtschaft nicht wächst. Das heißt, wir müssen schon überlegen, gibt es denn eine tiefer liegende Problematik, die erklärt, wieso wir in Deutschland kein wirtschaftliches Wachstum mehr haben und die es auch rechtfertigen würde, eben von einem kranken Mann zu sprechen. Und ich meine, die tiefer liegende Diagnose findet man im Buch von Alexander Hagenlücken. Er sagt ja, er will die längerfristigen Herausforderungen identifizieren und in aller Bescheidenheit zu einer Debatte beitragen, wie die Republik einer Spirale nach unten entgehen kann. Und ich finde, das tut er, ist ihm sehr gut gelungen und ich finde, man erfährt in dem Buch von Alexander Hagenlücken sehr viel mehr über die Problematik der deutschen Wirtschaft als in hunderten Seiten des Gutachtens des Sachverständigenrates. Und es liest sich auch besser. Also und ja, vieles, was jetzt in dem Buch vorkommt, haben Sie jetzt ja schon vorgetragen, aber Wiederholung ist ja auch ganz gut, dann prägt sich das noch besser ein. Und ich meine, was Sie gut verdeutlichen, ist, dass natürlich das Exportmodell, mit dem wir über Jahrzehnte gut gefahren sind, dass das einfach in eine gefährliche Schieflage gekommen ist. Kein anderes großes Industrieland hat so stark auf Export gesetzt, wie wir das in Deutschland gemacht haben. Wir haben einen Anteil unserer Exporte, die Relation unserer Exporte zum Bruttoinlandsprodukt hat sich fast verdoppelt. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Aber es ist klar, die Globalisierung hat ihren Zenit überschritten. Protektionismus und Krisen bremsen den Welthandel. Und Herr Hagenlücken bringt das eigentlich ganz schön auf den Punkt. Deutschland ist neben China der große Gewinner der Globalisierung. Nun könnte es zum größten Verlierer einer Deglobalisierung werden. Und ich denke, das ist schon ein Befund, den man sehr, sehr ernst nehmen muss. Und dieser Befund ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir nicht nur eine sehr starke Exportorientierung haben, wie das herausgearbeitet wird, sondern dabei auch eine sehr starke Industrieorientierung. Unser Industrieanteil an der Wertschöpfung ist rund doppelt so hoch wie in Frankreich oder im Vereinigten Königreich, wo es kaum noch Industrie gibt. Aber natürlich, das, was lange Zeit gut war, dreht sich jetzt um, weil man natürlich mit einem großen Industrieanteil sich sehr viel schwerer tut mit hohen Energiepreisen, mit den Erfordernissen der Dekarbonisierung als Volkswirtschaften, die eben sehr viel Dienstleistungen haben, sehr viel digitale Plattformen haben. Und gefährdet ist jetzt bei diesem Modell Deutschland insbesondere natürlich die Automobilindustrie. Und das haben Sie gerade schon mal gesagt, die deutsche Automobilindustrie verschenkt gerade die Elektroära an Tesla und die Chinesen. Da hat einfach eben der Mangel an Industriepolitik dazu geführt, dass eben die deutschen Automobilunternehmen einfach fahrtabhängig in ihrer Diesel- und Benzinwelt gefahren sind, eigentlich nicht mal darüber nachgedacht haben, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert, als das mit dem Diesel nicht mehr klappte und man nur noch mit Pfusch über die Runden gekommen ist. Und das ist ja wirklich auch eine Herausforderung an das Marktverständnis vieler meiner Kollegen, die sagen, ja, der Staat, der weiß ja gar nichts, aber die schlauen Unternehmen, die machen vorausschauend und weise, machen die alles richtig. Nein, ich finde, im Automobilsektor kann man sehen, wie die deutsche Industrie eine gefährliche Pfadabhängigkeit aufgewiesen hat, mit der die es ihr jetzt sehr, sehr schwer macht, eben vor allem Volkswagen, das eben jetzt in eher so im mittleren und unteren Preissegment unterwegs ist und wo ja die Führungsspitze von Volkswagen selber schon sagt, dass das Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Was tun? Originalton Hagenlücken, um den wirtschaftlichen Abstieg zu verhindern, braucht Deutschland jetzt einen Neustart. Wie soll der gehen? Schön finde ich, wichtig finde ich, vielleicht in diesem Gremium nicht so besonders erwähnenswert, dass sie allen Degrowth-Ansätzen, Ende des Kapitalismus-Ansätzen auch eine klare Absage erteilen. Ich glaube, das ist wirklich keine Lösung, zu sagen, wir schrumpfen uns jetzt irgendwie nach unten und damit kriegen wir die Herausforderung bewältigt. Wie Sie das ja schön gesagt haben, die Gesellschaft möchte sich nicht kollektiv aufs Lastenfahrrad beschränken. Was sicher wichtig ist, aber das ist auch machbar, auch wie Sie das sagen, es muss das Wachstum abgekoppelt werden vom Energieverbrauch, aber das ist uns ja auch gelungen in Deutschland, aber es muss natürlich noch deutlich mehr geschehen, als das bisher der Fall ist. Und ein wichtiger Beitrag zur Genesung des kranken Mannes ist das, was Herr Hagenlücken als strategische Industriepolitik bezeichnet, was ja auch Isabella Weber forderten, was
Ja, manche Ökonomen, ich zähle mich dazu, schon seit Jahren fordern. Ich habe im Jahr 2017 in der FAZ einen Beitrag geschrieben, wo ich zum Nachdenken aufgefordert habe und gesagt, Leute, schaut euch das mal an, was für Probleme haben, jetzt mit der Industrie vorausschauend zu sein. Schaut euch an, was China macht. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir eine Industriepolitik brauchen. Ich bin da von meinen Ökonomenkollegen quasi verdroschen worden. Die FAZ hat mir die ökonomische Kompetenz abgesprochen. Da ist vieles, vieles falsch gelaufen. Und deswegen haben wir beispielsweise jetzt keine Batteriezellen und tun es eben schwer, als Automobilland mit Automobilen, Elektromobilen, wo 40% der Wertschöpfung eben die Batterie ist. Es ist klar, wir brauchen diese Industriepolitik. Sie haben das schön formuliert. Seit langem gefällt sich die Bundesrepublik als Ort marktliberaler Ordnungspolitik. Doch diese atmet eine marktgläubige Ignoranz, die sich das Land angesichts der Industriepolitik aggressiver Mächte wie China nicht mehr leisten kann, weil es den wirtschaftlichen Abschwung vermeiden. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele von prominenten Ökonomen in Deutschland nach wie vor pauschal Industriepolitik ablehnen, pauschal staatliche Subventionen ablehnen. Das ist wirklich, und ohne jegliche empirische Evidenz. Denn es ist in China eben geglückt, mit Industriepolitik die Elektromobilität, die ganze Solarindustrie, auch die Chipindustrie zu fördern. Und wenn man eben bei diesem Subventionswettlauf nicht mitmacht, weil man irgendwie die reine marktwirtschaftliche Ideologie prägt, dann kann man eben auch nicht gewinnen. Man kann das unschön finden, kann sagen, niemand würde jetzt sagen, Subventionen sind toll, aber wenn es die anderen eben machen und selber macht man nicht mit, dann hat man einfach ein Problem. Erfreulich ist natürlich auch die Forderung, den Staat als Investitionsstaat zu entdecken, dem die für die Investitionen erforderlichen Mittel auch als Kredit zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das Schöne ist, dass diese Forderung ja nicht mehr so kontrovers ist, wie sie das noch vor einigen Jahren war. Wir erleben jetzt mehr und mehr Ökonomen, die erkennen, dass es keine Lösung sein kann, dass der Staat alle Investitionen, die er vornehmen muss, aus den laufenden Mitteln finanzieren muss. Und Sie haben das ja angesprochen, kein Unternehmen macht das. Und da ist ja doch eine Bewegung jetzt zu erkennen, der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, also ein Hort der Ordnungspolitik, der sich dadurch auszeichnet, dass man da so lange drin sein kann, wie man lebt, also dadurch auch einfach eine gewisse konservative Ausrichtung da ist, hat erkannt, Nettoinvestitionen müssen über Kredite finanziert werden können. Der Sachverständigenrat hat sich für eine Flexibilisierung ausgesprochen. Am Ende ist eigentlich nur noch Lars Feld übrig, der jetzt noch an dieser ganz strikten Interpretation festhält. Ich weiß nicht, ob Sie die Sendung Die Anstalt gesehen haben. Da war das ja, dass Lars Feld so im Herzchen das letzte Bild war, das noch auf dem Schreibtisch von Lindner geblieben ist. Und, also ich glaube, da tut sich was und man muss sicher versuchen, wie man dann vielleicht auch den konservativen Politikern vielleicht eine Brücke baut. Eine Brücke, von der ich meine, dass sie hilfreich wäre, ist, dass man sagt, wenn wir schon die Schulden unter Kontrolle halten wollen in Deutschland, dann lasst uns das Ziel richtig formulieren. Lasst uns nicht die Schulden in Euro konstant halten, sondern die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung, so wie das jetzt in Maastricht ist. Und dieser kleine Unterschied relativ zur Wirtschaftsleistung schafft erhebliche Spielräume, weil Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung heißt, dass der Nenner, wo das Bruttoinlandsprodukt in laufenden Preisen ist, wächst ja jedes Jahr. Selbst bei 0,5% realem Wachstum haben wir 2% Inflation, dann wächst dieser Nenner um 2,5% und eine Schuldenstandsquote von 60% führt bei diesem 2,5% nominalen Wachstum zu einem zulässigen Defizit von 1,5%, mit dem ich die Schuldenstandsquote konstant halten kann. 1,5%, das sind etwa 60 Milliarden Euro, deutlich mehr als die 0,35%, die jetzt derzeit zulässig sind. Das heißt also, diese kleine Veränderung, nicht die absoluten Schulden konstant halten, sondern das, was ökonomisch richtig wäre, die Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung konstant halten, würde erhebliche Spielräume schaffen und würde vielleicht konservativen Ökonomen oder auch konservativen Politikern helfen, jetzt diese Spielräume zu finden. Ja, was das Buch kennzeichnet, ist natürlich auch, dass die ganze Breite der Lösungsvorschläge dargestellt wird. Und ich denke, das ist einfach wichtig auch für die Öffentlichkeit, für Leute, die eben keine Fachökonomen sind, dass sie einfach mal sehen, was gehört alles dazu, was ist alles ein Teil der Therapie, die wir brauchen, um diesen kranken Mann
wieder fit zu machen. Und Sie haben die Punkte ja genannt, eben die Abhängigkeit von China reduzieren, demografische Probleme durch eine stärkere Erwerbstätigkeit von Frauen zu reduzieren und auch durch mehr Zuwanderung von Fachkräften zu fördern. Kleine Kritik will ich auch noch machen an dem Buch. Also was mir zu dramatisch vorkommt, ist jetzt die Perspektiven des Rentensystems, die Sie darstellen. Man muss, glaube ich, aufpassen, es gibt auch viele Ökonomen, die haben Spaß dran, irgendwie da riesige Horrorszenarien zu bilden, unter der Behauptung, man könne die Demografie gut vorhersehen. Und das Spannende ist, dass viele von den Horrorszenarien, die im Jahr 2000 geschrieben wurden, dass sie gar nicht jetzt eingetreten sind. Wir haben deutlich mehr Bevölkerung in Deutschland, fünf Millionen sind es, als 2000 gedacht. Wir haben deutlich mehr Beschäftigung, deswegen sind auch die Szenarien für die Rentenentwicklung deutlich besser, als man das dachte. Beim Sachverständigenrat Spann, der hat allein zwischen 2017 und 2023 deutlich die Szenarien haben sich verbessert, anstatt das Sicherungsniveau ist 2 Punkte höher in dem Szenario des Sachverständigenrats 2023 als noch 2017. Also da, glaube ich, sollte man einfach vorsichtig sein, weil das einfach etwas, womit man natürlich irgendwie versucht, dieses Rentensystem in Frage zu stellen, zu demontieren. Und es ist ja besonders absurd, das haben Sie ja im Buch nicht gemacht, aber wenn man dann wieder Sachverständigenrat bis zum Jahr 2080 dann den Beitragssatz mit einer Nachkommastelle noch beziffert. Also ich glaube, da muss man einfach vorsichtig sein und vielleicht eher auf Sicht fahren, als jetzt so diese Riesen-Szenarien aufzubauen bis zum Jahr 2080 und dann sagen, gehen die Leute mit 70 in Rente. Man könnte auch fürs Jahr 2200 prognostizieren, dass die Leute dann mit 80 in Rente gehen. Also, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt. Aber alles in allem, meine ich, ist das ein absolut lesenswertes Buch zur wirtschaftlichen Lage unserer Nation. Und man kann es wirklich so zusammenfassen, Deutschland ist wirtschaftlich angeschlagen und es braucht einen neuen Therapieansatz, aber nicht den von Dr. Lindner oder sein Neuestem, dem Herrn Javier Milei, bei dem der Staat die Ursache der Probleme ist. Und die Lösung ist, den Staat eigentlich klein zu machen, indem man eben jetzt Sozialausgaben kürzt, indem man Steuern senkt, indem man die Investitionsmöglichkeiten durch Schuldenbremsen einengt. Das ist nicht der Ansatz, sondern wir brauchen einen Ansatz, bei dem der Staat ein Teil der Lösung ist. Und das ist ja auch Best Practice in der ganzen Welt. Das, was Herr Lindner vorschwebt, das macht ja kein Mensch. Das ist ja wirklich ein deutscher Irr- und Sonderweg. Das haben Sie auch sehr, sehr deutlich gesagt. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch das mal rüberzubringen. Wir müssen das machen, was der Rest der Welt macht. Und der Rest der Welt macht Defizite, macht staatliche Investitionen, hat einen Staat, der auch jetzt industriepolitisch die Richtung vorgibt und das auch mehr oder weniger erfolgreich dann auch bewerkstelligen kann. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Alexander Hagelücken, zu diesem tollen Buch und darüber hinaus einen ganz besonderen Dank dafür, dass Sie stets inspirierend und informativ uns mit Ihren Analysen und Kommentaren in der Süddeutschen Zeitung beglücken. Gleich zum letzten Akt kommen, nämlich das wohlverdiente Essen, was draußen schon auf Sie wartet. Die Verleihung der Urkunden. Martin Schulz, dürfen wir Sie auf die Bühne bitten. Ja, und weil Isabella Weber leider heute nicht selber hier sein kann, wird sie vertreten, und zwar von ihrer Freundin Dr. Anne Kling, die wir jetzt nach vorne bitten würden, und Christian Heilbronn, ihrem Lektor vom Surkamp Verlag. Nö, können Sie doch. Da ist sie. Vielleicht bleiben Sie gleich dort an der Seite stehen. Frau Weber, ich
gibt das Ihrer Stellvertreterin. Ne? Vielleicht dürfen wir Sie an die Seite bitten, Alexander Hagelöcken. Oh. Und liebe Bella. Vielen Dank. So, lieber Herr Hagelöcken, herzlichen Glückwunsch. Danke. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Ihnen mal den Preis verleihen will. Darf oder muss? Stress, den ich in Brüssel gemacht habe. Furchtbar. Wer kriegt denn jetzt, der Herr Hagelöcken? Meine Frau. Ich glaube, wir machen mit der Jasmin. Dürfen wir Sie auch noch mit dazu bitten? Ja, genau. Und während wir das Gruppenfoto machen und auch noch die beiden Laudatorinnen nach vorne bitten würden, spielt noch mal Claire Obscure für uns, und zwar diesmal von Philip Glass den Song Mishima. Ja. Und bevor wir die wunderbare Band hören, dürfen wir Ihnen danken für Ihre große Geduld. Wir hoffen, dass Sie morgen um 9.15 Uhr wieder dabei sind, weil wir jede Menge spannende Themen haben, interessante Gäste. Herzlichen Dank nochmal an alle Preisträgerinnen und an alle Laudatoren. Das Foto und die wunderbare Musik. Das war City City aus dem Barbier von Sevilla. Ihnen ein herzliches Dankeschön für die Geduld. Danke für diesen wunderbaren Abend an alle, die mitorganisiert haben. Genau, wir sehen uns jetzt beim Empfang und dann morgen früh wieder ab 9.15 Uhr.
Und während wir jetzt den letzten Song des Ensembles hören, können Sie gerne schon in Richtung Empfang aufbrechen. Einen schönen Abend noch. Danke. Thank you.